dich doch eh ein! Geh zurück! Hey, bleib stehen, du kleiner Bombenleger! Brenn! Hilfe! Haben wir dich, du Opfer! Mach mal auf! Sag mal, was Mama dir eingepackt hat! Schau mal, die Tintenfische! Lasst ihn in Ruhe! Wie Bruce Lee. Das war ich. Wow. Da war voll Bam in die Fresse. Hi, ich bin der John. Ich bin Julian. Nein, du bist Julian. Bam. Bam. Boah. Was? Was? Ein Chicken Nugget. Du musst viel fester ziehen, John. Ich zieh, wie ich will, Ju. Sicher, dass gleich Marcel Iris kommt? Keine Ahnung. Der schuldet mir aber auf jeden Fall noch ein Gameboy. Ich glaube, er kommt. Sie. Kinder, sorry für die Verspätung. Ah! Julian? John? John, ich weiß, wie du und wir reich werden. Immer wenn du irgendwo auftauchst, passiert mir irgendwas Schlimmes. Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Schneller, John! Das ist alles seine Schuld. Sorry, John. Hier bist du in Sicherheit. Hey, halt! Ich komme! John, wo bist du? Julia! Hey, John! Julia, John! Hey, Ju, ich hab deine Mama. Gib mir das Zepter, sonst ist dein Freund tot! Nein, Ju, tu's nicht! Mit welchen Buchstaben fängt alle beste Freunde an? John! Nein! Der Mann im Mond. Der Mond? Was habt ihr mit dem Mann im Mond zu tun? Kein Tritt näher! Aua, heiß! Julia, tu was! Hier, Ju, nimm meine letzte Bohne! Oh, das ist eine Traube, Julia. Dann müssen das wohl Nick und Andy regeln. Kia! Ruhe jetzt! Wir sind nicht in feindlicher Absicht hier. Okay, willkommen! Doc! Noch nie so berührt. Ich wurde noch nie berührt. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wieso hat ihr da telekinetische Fähigkeiten? Und wieso hat der Typ deinen gottverdammten Disfleck im Gesicht? Hier, für dich. Wenn Sie hier einmal unterschreiben würden, an meinem Mond. Aber ich bin nicht an meinem Mond. Was? Sie sind nicht an meinem Mond? Bin ich vielleicht an meinem Mond? Und sie ist auch nicht an meinem Mond. Warum sind wir dann hier? Weil uns das Signal genau hier hingeführt hat. Zum Pager von Curly. Curly? Warte, ihr kennt Curly? Curly, unser Botaniker. Wo ist er? Er ist explodiert. Nimm mein Pager! Nein, Curly. Mein bester Mann. Wir waren wie Brüder. Ich habe alles versucht, ihn zu retten. Ich habe auch jemanden verloren. John. Er war mein bester Freund. Gut, dass du fragst. Ich erzähle meine Geschichte liebend gern. Schneller, König! Sie hätten vielleicht nicht mit der Prinzessin schlafen sollen! Es war nur ein Handschlag! Wer hätte gedacht, dass es auf diesem Planeten schon als Vorspiel gestanden wird? Meine Lupe! Ja! Reit damit! Gotta go fast! König! Rose, der Beam ist hoch! Schnell! Ihr wollt mich so hoch! Ich kann sie nicht leben, Captain! Sie müssen sich beruhigen! Ich bin ruhig! Aua, bin tot.
Nein! Nein! Ich rette dich! Nein! Nein! Du hast doch gerade erst ein Update bekommen! Ich muss seine Memory Disk retten. Alles, was von ihm übrig geblieben ist, ist hier drin. 12 Jottabyte Selbstzweifel. Verdammt, wo zur Hölle ist Babu? Wer bist du denn, mein kleiner Freund? Was hast du gesagt? Du möchtest einen Kuss? Babu! Wo zur Hölle warst du schon wieder? Work-Life Balance optimieren, Captain! Wo ist Dansk? Hier, ich hab ihn retten können. Warte, das sind nur Helme? Turn up! Nieder, ihr Goofies. Es ist die Freshness in Person am Bieren, der Fruity Dude, a.k.a. Mbeezy Plug, der aus euren Nieren Surimi macht. Der Wunderkönig, a.k.a. the Freshness in Person, a.k.a. the Fruity Dude, a.k.a. Lass es, Abu. Sorry, Captain. Psst, jetzt. Lass mich das machen. Hallo erstmal. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich cringe. Okay. Wir haben nur ein Paket abgeliefert. Wir würden dann noch wieder los. Dürfen wir? Na, no way. Der Boy macht hier einfach nur seinen Job. Welcher Boy? Ich? Nein, der Boy, der G. Ihr habt das Girl vom Boy gebankt. Das ist sick wie Space-Leukämie. Wer? Das Girl? Nein, Slime. Ich bin von dir am Reden. Der Boy shared seine Chicks nur mit seinen Homies. Und du bist eher das Gegenteil. No homie. Ja gut. Was ist, wenn ich Ihnen, Space Needles gebe. Großer Hype um die Teile. Der Boy take keine Space Needles. You dig? Das ist nämlich FOMO-Shit. Na gut. Habt ihr einen Gegenvorschlag? Wir bangen euch back. Bangen? Ist das mit Berühren? Jopp, little Machi Pie. Mit dir fangen wir gleich an. Oh, oh, ich bin zu gut, um zu sterben. Oh. Oh, da bist du. Was ist das? Mach das weg! Captain, ich glaube, die reagieren alle auf das Gleitgel-Ding hier. Es kommt näher. Wir werden nur spielen, Captain. Weg, 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 weg. Damn. Armani White. Ey, was soll die Scheiße? Alle gegen eins muss das? Na, ich weiß nicht. Ihr wollt mich zum Feind in einem Fight? Na, ich weiß nicht. Ihr habt ganz dabei, ob das reicht? Na, ich weiß nicht. Ihr respektiert mein Safe Place nicht? Das ist peinlich. Ich kratz einen Hit von der Play, krieg Batzen ab in den Safe. Du platz, ich riss deine Babe. Deine Babe, klack, klack. Yeah. Yeah. Alle dann Boxer und Stimme haben wir weg. Ja, alle hören zu, wenn ich sag, wohin ich geh. Doch meine Lines heißt wie der Schlag von einem Commit. Ihr braucht nur OP, weil ich bin OP. Die ganze Szene ist echt zu 2013. Bin so passiv-aggressiv, niemand will sich mit mir streiten. Gib ich dir einer oder dem nächsten, da wird dann doppelt. Ich bin toxischer als die Frösche von diesem Gift. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sheesh. Er hat den Saft verschüttet. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Wegen euch sind meine Homies exploded. Oh no, mein Girl Louis V. Captain, geht's ihm gut? Das war sick. Be space like me. Red nicht so, Babu. Gewöhne das gar nicht erst an. Ross, beam uns hoch. Leb wohl, kleiner Freund. Und wieder eine erfolgreiche Mission. Und so habe ich, Captain Jerky, ein weiteres Paket auf einen fremden Planeten abgegeben und dessen Bewohner glücklich gemacht.
Sidequest complete. Doch was wäre ein Captain ohne seine Crew, die zu ihm aufschaut, sobald er den Raum betritt? Er wäre immer noch ein Captain, nur ohne Crew. Aber genauso erfolgreich. Erfolgreich? Captain, wir haben schon wieder eine komplette Zivilisation ausgelöscht. Schwarz! Mit 2 Stückchen Zucker. Ja, Captain! Es ist sofort, Captain! Sehr gut, Frank. Crewmitglied des Monats, 2 hoch Christus. Aber ich dachte, ich bin Crewmitglied des Monats. Kennen wir uns? Captain, ich habe fast alle 7 Sinnesorgane auf dem Planeten Gemeinecke verloren. Bei der letzten Mission. Sinnesorgane? Lächerlich! Können wir bitte weitermachen? Und Captain, hören Sie auf, das Paket zu öffnen. Was? Ja, natürlich. Captain, Ihr Kaffee. Ah, danke. Beflügelt von neuer Kraft durch eine Überdosis Space-Koffein konnten wir uns nun endlich wieder unserem ultra-royalen Auftrag der Föderation widmen, das geheimnisvollste Paket der Galaxie an seinen Zielort zu bringen. Dr. Kearney, Sie haben mich gerufen? Oha, voll geil, dass du die Teile mitgenommen hast. Meinst du, die können wir streicheln? Dicker, streicheln, rauchen, spritzen, was du willst. Oder Pillen rausmachen. Oh, Babu liebt Pillen. Vor allem die Pille danach. Captain! Was? Ich hab gar nichts gemacht. Das Ding schon an? Hey, Captain, ich habe hier einen perfekten Ersatzavatar für die Memory Disk von Import Deins gefunden. Jedoch ist es ein Loveboard mit Saugkraft 3000 und Kickbooster. Aber ich wollte zuerst um Ihre Erlaubnis fragen, Captain. Wieso fragen Sie das mich? Na, weil Ihr Name da drauf steht. Ich hab nichts mit irgendeinem Loveboard zu tun, ey. Junge, Armlänge, Abstand. Aber Sie sind doch Justin Selina Beef Jerky. Ah, es gibt so viele Justin Selina Beef Jerkys in den Milliarden von Galaxien. Nee, es gibt nur einen. Hab ich gerade nachgeschaut. Ich verdopple Ihre Mahlzeit, wenn Sie Sowjetkappe nehmen. Aber das Doppelte von Null ist ja immer noch Null. Du bist eine Null. Initiiere Logistikverkettung meiner Synapsen. Fehler. Bipo. Upsi. Ach, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass Ihr Empathiezentrum beschädigt ist. Ihr Empathiezentrum? Was? Wieso? Naja, ihr habt mir noch eine durchlöcherte Memory Disk gegeben. Du warst ein böser Junge. Doppelpunkt, Klammer auf. Ihr seid alle böse Jungs. Hier bin ich. Oh Gott, es tut mir ja so leid. Step on Me King initiiert. Diese Space Slugs müssen sich mit den ganzen Songs aus dem Satelliten vollgesogen haben. Krasser Mindfuck. Oder ich bin einfach nur überhigh. Bei dir fühle ich mich zum ersten Mal akzeptiert. Best Friends für die Ewigkeit. Gib her, Luigi. Das könnte jetzt gleich vielleicht ein bisschen wehtun. Das war eine kurze Ewigkeit. Lass mal das Wachstumsserum rüberwachsen, Bro. Nein, Mann, das ist das Blut tausender katalanischer Mauereidechsen. Das da brauche ich. Das wird mega nice. Ich habe Dünger aus den Dingern gemacht. In 3 Monaten ist Erntezeit. 3 Monate? Aber ich bin noch Babu. Ich bin eins mit der Natur. Nochmal, aber härter. Schutzschilde sind für Loser. Lol. Captain, unsere Schutzschilde sind deaktiviert worden. Wir hatten Schutzschild? Wir müssen den Laufbahn aufhalten, bevor er die komplette Kontrolle übernimmt. Oh Gott. Solange diese Tür da nicht aufgeht. Was? Was? Was?
habe nur gerade gesehen, dass mein Handy-Akku leer geht. Leer. Das war sein letzter Atemzug. Man hört eigentlich zu, wenn der Captain spricht. Stimmt's, Babu? Ruhe! Aber ich drehe einen TikTok. Ein TikTok? Eine App aus China, die uns alle ausspioniert. Kennt ihr die nicht? Millennials. Naja, jedenfalls. So. Laufbord, schalte dich aus! Ungültiger Befehl. Mach mir ein Sandwich. Ho. Sie ist ein Sexist. Bekomme ich auch ein Sandwich, wenn du schon dabei bist? Der Laufbord legt ihren Browserfell auf, Captain. Was? Stopp sie! Sie stehen auf Aliens mit 20 Fingern? Was, Finger? Lächerlich! Sofort stoppen! Geheimer Miami Rose Ordner in Captain Jerkys Datenbank entdeckt. Was? Ja, es gibt so viele Miami Rose in diesen Milliarden von Galaxien. Zeig mir deine Füße. Lieutenant Rose! Fang! Bella Porch. Cute, wie du versuchst, mit deinem IQ die ganze Crew zu ownen. Hör mir mal zu, du bist verflucht, wer klug uns zu verschonen. Du bist perfekt, Algorithmen von mir, klar bist du, in deinem Kopf fehlt nur Liebe. Motherboard lockt, also lass mich dich neu programmieren. Du bist ne KI und hast keine Empathie. Sag dir, spar die Ressourcen und die Energie. Menschen zerstören sich selbst, in dieser Story hier gibt es kein Held. Und mein Fazit, du wurdest nie genug geliebt. Ich verstehe es nun. Jedes Menschenleben ist unantastbar, denn sie sind bemitleidenswert und Beta. Willkommen in der Crew. Heftig, Digga. War das echt oder war das ein Trip? Oder ein echter Trip? Das hat funktioniert, Dr. Curry. Oha, wild. Ich brauch mehr davon. Captain, was macht ihr King-Spielzeug da? Das sind die meiner. Aber frag du. Was machst du da, Laufbord? Meine erste Amtshandlung als neues Crewmitglied. Ich habe die Schutzschilde reaktiviert und ein extra Schutzschild für die privaten Daten des Captains hinzugefügt. Denn dort kamen Dinge ans Tageslicht, die niemanden was angehen. Sehr richtig. Aber diese extra Schutzschilde, sind die auch sicher? Der sicherste der ganzen Galaxie, NordVPN. Damit kann man sich sorglos bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Keine Spuren hinterlassen? Das brauche ich auch. Moment, wo ist der Haken? Der Haken ist überall. Hinter jedem Vorteil, den NordVPN gegenüber anderen VPN-Servern hat, ist ein Haken gesetzt. Krass! Das wollte ich auch gerade sagen. Besser geht's nicht. Doch, denn auf nordvpn.com/lovebot bekommst du auf dein 2-Jahres-Paket noch ein Sonderangebot obendrauf. Alles risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Danke. Dank nicht mir, dank NordVPN. Captain, wir haben die Koordinaten für das Paket erreicht. Der Zielplanet liegt direkt vor uns. Endlich können wir das Paket abliefern und vielleicht auch einen Blick hineinwerfen. Rose, übertragen Sie. Captain, der Planet ist völlig toxisch. Die Instrumente erfassen kein Leben. Hier ist rein gar nichts. Captain, ich habe noch nie so eine hohe Konzentration an Anomalien gesehen. Ach. Du machst dir zu viele Sorgen, Babu. Solange ich hier der Captain bin, passiert rein gar nichts. Woher dieser ominöse Laserstrahl herkam, der unsere Reise fast für immer beendet hätte, werden wir wohl nie erfahren. Wieso triffst du nicht? Wieso trifft er nicht?
Kraft übersteigt die meine. Gute Arbeit, Babu! Captain, wir sind in der Vergangenheit gelandet! 1000 Jahre in der Vergangenheit! Kennen wir uns? Der Planet ist auf einmal belebt. Von einer primitiven Lebensform. Technologisch unterentwickelt. Ach, dann können wir uns immer nicht abschießen. Bilderbuchlandung. Wow, crazy. Das heißt, Curly ist wirklich der Erschaffer der Bohnen gewesen und aus der Zukunft? Die Bohnen und ihr seid auch aus der Zukunft? Ich kannte mal jemanden wie dich. Ab heute heißt du... Das heißt, ich habe bestimmt so eine Art Zukunftstechnologie, um meinen besten Freund John wiederzubeleben. Mit Klon vielleicht? Ich habe hier seine Haare. Das würde dein Freund leider nicht zurückbringen. Er würde sein Leben komplett von vorne beginnen und über die Jahre hinweg eine völlig neue Persönlichkeit entwickeln. Er würde andere Erfahrungen machen, mit anderen Menschen, die ihn ganz anders prägen würden. Er wäre nicht mehr dein John. Verstehe. Ja, und außerdem gibt es gerade wichtigere Dinge, wie zum Beispiel das Paket, das wir nun endlich aufmachen können. Aber Captain, die beiden sind offensichtlich nicht die Empfänger. Wir haben klare Anweisungen. Ach, los. Was soll schon passieren? Naja, der Mann im Mond will die Welt zerstören. Aber wartet. Ihr habt überlebt. Das heißt, die Menschheit hat auch überlebt. Also hat der Mann im Mond die Welt doch nicht zerstört? Mann im Mond, es gibt so viele Männer auf Monden bei uns. Keine Ahnung, wer da was zerstört hat. Wir haben die Zukunft eures Planeten gesehen, bevor wir ins Zeitloch gesaugt wurden. Er ist völlig zerstört. Euer Planet? Kommt ihr nicht von der Erde? Nein. Nach unseren historischen Berichten ist der Ursprungsplanet tatsächlich unbekannt. Unbekannt? Wo kommt ihr dann her? Wir wissen nur, dass unser Heimatplanet vor langer Zeit durch Naturkatastrophen zerstört wurde. Doch zum Glück hat eine höher entwickelte Alienspezies 98 unserer Vorfahren von dort retten können und sie auf den Planeten Nekar in Sicherheit gebracht. Somit entstand eine neue Zivilisation und damit später dann wir. Kein Wunder, warum ihr so anders aussieht als wir. Aber vielleicht hat euch das Schicksal zu uns geführt, um den Mann im Mond aufzuhalten. Und vielleicht ist irgendwas im Paket drin, was für uns strategisch von Vorteil ist. Oder von Nachteil. Oder von Nachteil. Oder von Vorteil. Ju, warte. Okay, mach doch. Ihnen irgendwie helfen? Ja, Sie können mir helfen. Oh Gott, der Mann im Mond weiß jetzt, dass wir sein Gesicht haben. Wir werden alle sterben. Wir brauchen eure Hilfe. Unser Stichwort, Miami. Lass uns diesen Planeten verlassen. Geht nicht, Captain. Unser Raumschiff ist kaputt. Wir haben weder unser Triebwerk noch genug Kupfer für die Reparatur. Och, Rose. Mein Dad hat einen Schrottplatz. Da gibt's zwar keine Triebwerke, aber so viel Kupfer. Vielleicht hat unser Schicksal zusammengeführt. Wir sind oft genug weggelaufen. Es wird Zeit, dass wir etwas Vernünftiges tun. Helfen mit diesem primitiven, erbärmlichen Wesen. Damit meine ich nicht dich, Babu. Mit 2 Stückchen Zucker. Ja.
Ihr helft uns und wir helfen euch. Und auf intergalaktische Bad Guys gibt's eh nur eine Antwort. Nee. Nein, warte! Captain, stopp! Oh mein Gott! Das Gesicht. Das Sofa. Oh, und deine Klamotten. Oh nein! Nein, nein! Die neuen Eternal God Klamotten der Aurora Kollektion kamen heute in den Store. In der Blue und in der Red Version. Lieber verbrenne ich als die neuen. Ich soll an, du meinem Mondgesicht oder bist du mehr? Captain, stopp! Mit der falschen Captain angelegt! Stopp! Oh nein, Mister! Sie können sich wirklich glücklich schätzen, dass Sie so viele Operationen überlebt haben. Anscheinend haben Sie da oben einen kleinen Schutzengel. Herr... Hendrik. Ich heiße Hendrik und danke Ihnen, Doc. Sie brauchen ganz viel Ruhe. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, achten Sie auf Ihre Ernährung. Denn laut aktuellen Studien ist es ratsam... Aber das ist doch wissenschaftlich bewiesen. Ach, wissen Sie was, Doc? Ich werde mich zurückziehen in mein Eigenheim. Meine Frau und ich, wir haben unser Traumhaus mit viel Liebe gebaut. Jetzt heißt es also nur noch die Seele baumeln lassen. Und auf dein kleines Geschwisterchen warten, ne, Hendrik? Juhu, eine Schwester! Boah, ich freue mich jetzt erstmal auf ein richtig gutes Essen, sage ich euch, ey. Ja! Was machen Sie mit unserer Wohnung? Oh, meine Playstation! Das lassen Sie das Fahrt an unserer Wohnung! Nein, Hendrik, dein Puls! Wohnst du hier nicht, Julia? Habe ich nie behauptet. Hendrik, ruf die Polizei! Geht klar, Hendrik! Ich hab Angst, Hendrik und Hendrik! Keine Sorge, Hendrik! Die Hendriks halten immer zusammen. Aus dem Weg! Ich muss Mr. Stromae! Es liegt hier zwar alles in Scher, doch ich kann's eigentlich erklären. Die Story, die ist legendär. Unter Umständen weiß ich mehr. Vielleicht hab ich eventuell ein bisschen, wenn aber nur 11 Sekunden lang, vielleicht waren's 10, rein hypothetisch was gesehen. Möglicherweise war geplant, nicht direkt, wie soll ich sagen, ohne dass sie mich gleich erschlagen. Ach, wer flieg's nochmal? Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht. Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht. Wir nennen es Hendrik. Oh, es will seinen ersten Satz sagen. Ich hasse Revi. Ah. Ja, wir sind wieder back. Titeleffekt. Julia, der Titel kam schon. Okay, dann. To be continued. Unter Umständen weiß ich mehr. Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht. Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht.